Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Alles furchtbar kommentiert mit mir und Daniel und unserem kleinen angezockt Spielchen zu Among Trees. Ja, es ist, wie man hier sieht, es ist ein Survival-Spiel. Wir befinden uns mitten im Wald in unserer Hütte. Wer Folge 1 gesehen hat, ja, gesehen, wir hatten die Hütte hier restauriert. Das war jetzt nicht der allergrößte Aufwand. Und da haben wir uns so ein bisschen umgeschaut, haben auch ein bisschen was gefunden hier. Wir haben auch schon mal einen Bären gesehen. Und auch andere Beeren, die man essen kann. Und ja, jetzt waren wir beim letzten Mal dabei, einfach ein bisschen Zeug zu sammeln, um unsere Hütte noch ein bisschen auszubauen. Haben zumindest schon mal einen so einen Platz gefunden, wo dann auch so Holzplanken noch gelegen waren, die wir eben brauchen, um eben eine Kochstelle oder eine Werkstatt zu bauen. Allerdings noch nicht genug, deswegen müssen wir uns heute nochmal umschauen, ob wir nochmal eine andere Stelle finden, eine ohne Bär, der das Ganze bewacht. Ja, in der Hoffnung, dass wir hier dann in der Folge wenigstens nochmal irgendwas ausbauen können. Das wäre schön. Oh, wir verhungern schon wieder. Moment, ich muss erstmal was zu mir nehmen. Was haben wir denn da noch? Wir haben. Ja, ich würde sagen, dann müssen wir wohl mal in den Pilz beißen, ne? Und machen wir die weg hier. Da haben wir natürlich gar keine mehr von denen. Umso wichtiger wäre es, dass wir hier mal diese Kochstelle da zusammen bekämen. Da ist aber, glaube ich, wieder einer von diesen Pilzen. Ah, sieh doch mal einer an. Da ist auch wieder so eine. Die haben aber sehr viele komische Sachen hier in den Wald reingebaut. Also sehr viele. Wie soll man sagen, so Türmchen? Wofür soll die denn gut sein? So, das sind auch noch Metalltürme. Sieht jetzt nicht aus wie ein Strommast. So ein bisschen aus wie so ein Turm, also so ein Ölförderungsturm, aber ohne Ölförderung. Weiß nicht, was da der. Vielleicht, liebe Zuschauer, habt ihr ja eine Ahnung, was das sein könnte. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, jetzt ist das Inventar schon wieder voll. Das ist wunderbar. Mal hier wieder mal so einen Pilz wegschmeißen. Okay, die können wir nicht roh essen. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Wir schmeißen das erstmal weg. Solange wir noch keine Kochstelle haben. Aber hier sind die Planken, die wir brauchen. Diese Kistchen hier, die kann ich noch nicht aufmachen. Auch das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen. Da braucht man tatsächlich Schlossknackenfähigkeit oder Dietriche. Oder auch beides. Wahrscheinlich beides in Kombination. Und solange wir das nicht haben, stehen die Kisten da halt rum und wuchern so vor sich hin. Ich glaube, wir haben jetzt genug von den Planken, um damit was anstellen zu können. Looten wir hier noch die Crash-Site hier ein bisschen. Und dann gehen wir noch mal zurück. Und gucken mal, ob wir da tatsächlich schon was Schönes basteln können. Ich habe jetzt gedacht, da vorne dieses Steindings, da wäre ein Bär. Aber nein, alles gut, nix Bär. Nix Bär. So, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen hier noch den Moos und die Holzplanken. Oder hier bräuchte man Schrauben und ja, dieses andere Holz da, das was ich nicht habe. Also Holz, Moos, Planken.
Dann machen wir wohl erstmal die Kochstelle nämlich an. Oder habe ich da tatsächlich dieses... Ist es schon dieses Drift? Nee, das ist nicht dieses Driftwood, oder? Nee. Okay, wir... Achso, wir bauen das mit dem Craft-Raum. Okay. Herr Flix, das habe ich schon wieder vergessen. Planken brauchen wir noch. 3 Stück. Planken. Dann... Was ist das hier? Keine Ahnung. Machen wir jetzt mal weg. So, Planken. Crafting! Eine Werkstatt. Wir können jetzt Sachen basteln. Ah, das ist ja sehr heimelig hier. Was können wir denn hier craften? Ah ja. Halbplatten. Werkzeug. Werkzeug wäre wahrscheinlich wichtig. Schau her. Da gibt es dann hier diese... Es gibt eine Holzfäller-Axt. Da bräuchten wir noch ein... ja, ein Fass dazu. Es gibt einen Kompass. Es gibt eine Pickaxe. Eine Karte. Ein Wasserdings hier. Das wäre auch ganz gut. Ein Heilkit. Oh, Dekorationen. Ach, das ist ja cool. Man kann sich die ganze Hütte hier richtig schön dekorieren dann. So, was können wir uns denn bauen hier? Also eine Fischerhütte. Nicht eine Fischerhütte, ja, bin schon wieder bei Arno hier. jetzt das oder hier, damit könnten wir hier eine Angel bauen. Dann kriegen wir vielleicht Fischis aus dem See. Also, muss ich jetzt irgendwas erstmal wieder ablegen? Oder mampfen? Dann essen wir das doch gleich. Und bauen uns hier eine Angel. Für die Pickaxe bräuchten wir Stahlrohre und Wachs. Haben wir beides nicht. Nägel und Planken. Achso, das ist Dekoration. Nee, möchte ich ja gar nicht haben. So, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen hier einmal Beil. Cockbane Stems, was auch immer. Irgendein Hundebann, was? Kann man nichts davon, ne? Aber wir haben doch noch Seil. Na also, wir haben doch noch Seil. Können wir uns doch hier die Holzverlags bauen. Sehr schön. So, die müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwie ausrüsten, ne? Equip. Angel können wir auch. Ach so. Gut, jetzt legen wir erstmal das andere zu. Jetzt können wir quasi den Wald abholzen, so rum. Lege ich das erstmal ab hier. Pilze legen wir noch ab. Die Angel lassen wir drin. Aber die Holzstecken noch weg. So, ich würde sagen, wir probieren das mal, dass wir hier ein Bäumchen fällen. Jetzt ist die Frage, wenn ich den hier abholze, dann... Ich weiß nicht, wo der hinfällt, aber... also bei Walheim ist das jedenfalls sehr kritisch. Da fallen die Bäume halt auch mal ganz dumm. Fangen wir doch mal an mit dem... Wir fangen mal mit dem Kleinen an hier. Hä? Hä? Nein? Nein? Warum fällt? Und schon ist er zu Planken verarbeitet. Okay. Und stecken. Das geht ja relativ einfach. Wo sind jetzt meine... Vielleicht einen Stumpf? Ne, mit dem Stumpf kann ich jetzt nichts mehr machen. Okay. Das heißt, so kommen wir dann zumindest mal an unsere Planken. Dann ist es relativ leicht dran. So, was ich jetzt noch machen möchte, mal probieren möchte, ist, dass wir mal was angeln. Ah, Bind Quick. Ach so. 3, so, alles klar.
Moment mal. Was ich jetzt aber gerade nochmal machen möchte, ist, ich möchte mir anzeigen, was ich brauche, um die Kochstelle zu bauen. Das wäre nämlich noch das nächste Ziel. Oh, wir brauchen ganz dringend was zu trinken dann gleich. Das heißt, wir müssen sowieso mal zu dem Fluss. Driftwood. Was ist denn Driftwood? Wo kriege ich Driftwood her? Das ist Treibholz, glaube ich, ne? Treibholz? Könnte das sein? Müsste man dann eigentlich auch wieder beim in der Nähe des Flusses finden können, wenn das Treibholz wäre. Ich weiß es aber nicht. So, da ist unser Wässerchen. Und die Frage ist, wo können wir denn jetzt angeln? Ach, das war... Ach, da. Okay, tatsächlich, wir haben jetzt ein Driftwood. Und das bedeutet, wir werden hier am Flussufer, denke ich mal, so ein bisschen was finden. Und vielleicht auch noch eine Angelstelle. Oh, das wird wohl auch noch eins sein, genau. Dann würde ich aber sagen, wir laufen mal den Fluss entlang. Weil ich denke mal, Fische werden wir wahrscheinlich eher so am Ende des Flusses finden. Wenn das Ganze so ein bisschen, ja, mündet in der Ecke ohne Strömung. Bin jetzt nicht der größte Naturprofi, aber so ein bisschen sagt mir das meine Logik hier gerade. Oder wir sehen Lachse hier, wie sie entgegen der Strömung herschwimmen. Das glaube ich aber nicht. Ich denke, da vorne ist das doch schon, oder? Da fließt es quasi nur in so eine Art kleinen See rein. Cool wäre es, wenn wir jetzt noch ein bisschen von dem Treibholz finden. Ja. Gewünscht und willkommen. Brauchen wir schon wieder was zu mampfen? Jetzt so. Oje. Oje. Durch den Fisch werden wir nicht roh verzehren können, selbst wenn wir hier einfangen. Muss ich vielleicht auch noch mal gucken, ob ich jetzt hier... Ah, da ist glaube ich noch so ein Pilz, den man direkt... Oh ne, das ist kein Pilz. Oh oh. Muss ich jetzt wirklich was nehmen, was mich vergiftet? Okay, ich glaube die Angelmission, die verschieben wir gerade noch ein bisschen. Ich muss jetzt erstmal Pilze sammeln. Aber ich habe hier schon alles abgepilzt. Hm. Die Sonne geht auch schon unter. Das ist alles ein bisschen schlechtes Timing hier gerade. Echt jetzt? Echt jetzt? Deal, setz mich doch nicht so unter Druck. Das wollen wir doch beide nicht. Das wollen wir doch beide nicht, dass ich jetzt hier drauf gehe. Warte mal. Wie viele Schrauben habe ich denn? Zwei. Ah ne, Quatsch, davon, von denen. In der Nägel. So, was brauchen wir hier noch? Holzplanken. Von denen haben wir aber nur noch eine. Das ist auch nicht so viel. Kann ich denn... Was zum Mampfen hier? Was normale, ja. Ich glaube, ich muss da jetzt mal einen sauren Pilz beißen, ne? Ach so, Moment mal, roh. Ach so, die kann man roh. Ach so, okay, alles gut. Dann ist wieder gut. Ich dachte jetzt schon, das sind so Pilze, die man nicht essen kann. Also gut. Wenn wir schon mal hier sind, was kann ich denn... Kann ich Holzplanken craften? Metallplatten. Dann hätte ich halt immer was zum Trinken dabei, ne? Stahlrohre habe ich doch auch ein paar. Oder tatsächlich noch verwenden.
Also wir könnten hier zwei Stallplatten bauen. Jetzt bräuchten wir noch einmal Bolzen. Und jetzt bräuchten wir zweimal Seil. Was wir nicht haben. Was wir nicht haben. Das ist jetzt alles nur Dekoration, ne? Alles Dekoration. Finden wir jetzt erstmal nicht wirklich weiter. Ich weiß, ich kann das erstmal wieder ablegen. Das auch. Ich glaube, Moment, was hat mir denn jetzt gefehlt? Mir fehlt Planken. Nee. Mittlerweile jetzt wahrscheinlich auch die Bolzen. Zwei Stück habe ich davon noch. Oh, okay. Wir schlafen erstmal. Wir schlafen erstmal. Das hilft alles nichts. Ich glaube, wir müssen da jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und wohl nochmal so eine Crash-Site finden. Denn wir müssen nochmal irgendwie an irgendwas Metallisches rankommen. So, Tag 4. Dann gehen wir doch mal in eine Richtung, wo ich hoffe, dass wir vielleicht noch nicht ganz so ausgiebig waren. Ach, das war die Crash-Site, glaube ich, hier. Das Hoppelhäschen. Da ist auch noch eine Kiste. Warte mal, die kriege ich mit der Holz, die kriege ich mit der Axt auf. Ja, wunderbar. Das sind Dings hier drin. Sehr gut. Sehr gut. Da liegt ja noch mehr von dem Geraffel, ne? Ballrohr. Ha. Das geht nicht. Schade. Ich müsste meinen, dass die Axt dafür auch gut genug ist. Einmal Seil. Hätten wir doch noch die andere Crash-Site gehabt eigentlich. Egal, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich die noch finde. Jedenfalls waren da auch noch Kisten. Gut, ich probiere es mal. Ich suche mal, ob ich die andere noch finde. Weil dann hätten wir möglicherweise echt eine Chance, da noch was herzustellen. Wenn nicht, dann ja, dann nicht. Aber dann kann man mir nicht vorwerfen, ich hätte es nicht probiert. So, das war auf jeden Fall mal komplett in die andere Richtung. Ich dachte, da blinkert was. Die Planken kriegen wir zur Not auch durch die Bäume. Das ist also kein existenzielles Problem mehr. Nur die ganzen Bolzen. Ja, eigentlich müsste man meinen, man müsste so ein Türmchen relativ fein sehen. War denn das? Da hinten komme ich eh nicht drüber, oder? Ne, ist zu hoch. Ja, dann ist nicht. Was fängt das Regnen an? Ja, cool. Also, ich meine, es war mal ein bisschen feucht, aber... cool. Stimmt, die andere Geschichte wollte ich auch nochmal gucken. Eieieiei. Da muss ich doch noch eine dritte Folge hier ranhängen, dass man mal so einen groben Überblick bekommt hier. Ah, da ist noch ein bisschen Treibholz.
So, ob wir hier irgendwo angeln können? Also anbeißen. Ups. Such dir einen Fleck im See, bevor du anfängst zu angeln. Hm. Aber ich sehe hier keine Lind. Ich glaube, hier hinten waren wir auch noch nicht, ne? Sind da wohl auf der Richtung hier ist. Ja, cool, wenn es kein Bär wäre. Da sieht man einer an. Entweder ist es die Crash-Site, wo wir schon mal waren, oder ist es eine Crash-Site, wo wir noch nicht waren. In beiden Fällen. Ich erhoffe mir ein bisschen Loot. Ja, genau. Zumindest sind mal ein paar Kisten da. Sehr wichtig. Ja, das ist eine neue. Das ist auch ein noch ganzer Turm. Saat. Kann man nicht roh essen, weg damit. Also man kann sich dann später auch wohl ja, selber pflanzen, anpflanzen. Planken. Och ja. Inventar ist voll. Kann nicht mehr tragen. Hoffen wir mal, dass man irgendwann auch mal einen größeren Rucksack bekommt. Ja, was ich auch noch weiß in dem Spiel, es gibt die Möglichkeit, einen tierischen Begleiter zu bekommen. Ich vermute aber mal, das wird relativ spät möglich sein. Also da sind wir noch längst nicht so weit. Ich glaube, ich muss wirklich noch ein paar Folgen dranhängen. Eins, zwei wenigstens. Kein Platz im Inventar. Eieiei. Das ist mein Liegen. Wichtiger sind gerade die Planken. Wir haben irgendwas auf der Karte gefunden. Irgendwas mit Bäumen. So, das muss ich glaube ich noch nicht aufnehmen. Ja, genau. Genau. So, haben wir dann noch irgendwo eine Kiste rumstehen zum Aufhacken? Was ist denn da hinten? Ist da hinten noch eine Kiste? Da ist nur eine zum Lockpicken. Da sehe ich jetzt erstmal nichts weiter. Okay, wir haben auf jeden Fall Planken. Vielleicht reicht es ja doch noch, um was zu bauen. 6 Stück an der Zahl. Ansonsten hacken wir noch einen Baum um. Holzen haben wir jetzt auch wieder 3 Stück im Inventar. Ich glaube, wir haben noch einen im Lager. Das könnte sich relativ gut ausgehen. Hier vielleicht. Oh. Okay, also ein schöner Anblick hier. Da haben wir diesen kleinen See da. Aber auch von hier sehe ich jetzt nicht, wo man. Und da Enten? Enten im Wasser. Enten angeln kann. Ja, okay, hier ist wohl Fallschaden angesagt, das heißt wir müssen da mal nochmal außen rum gehen.
Habe ich mit den Pilzen noch was, die ich machen kann? 1, 2, 3. Jawohl. Ist auf jeden Fall relativ, kann man für ein Survival-Spiel relativ simpel gehalten. Sehr einsteigerfreundlich. Ich will die Enten jetzt sehen. Show me the Ducks. Da sind sie. Da fliegen sie davon. Moment, da hinten. Da hinten hat doch, glaube ich. Da hinten war aber, glaube ich, was. Moment mal. Voilà. Bin ich ins Wasser gestiegen? Ich glaube, manchmal sieht man hier so Wellen aufploppen. Könnte sein, dass dann ein Fisch auftaucht. Aber jetzt ist wieder alles ruhig. Da hinten. Da ist doch was, oder? Da ist doch was. Da täusche ich mich das gerade. Da ist so ein kleiner Spot. Oder ach ne, das ist meine. Ach, das ist mein Angeldings. Da beißt der Bauch ums Verrecken nichts an. Da hinten ist was. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd zum Angeln. Ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Ja, Angeln müssen wir vertagen. Sieht da nichts raus hier. Dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt die Kochstelle noch bauen können. Wirklich viel. Wir werden noch mal einen Schluck trinken sollen, sehe ich gerade. Also gut. Wir brauchen. Da fehlt eine Planke, da fehlt eine Planke. Bolzen hätten wir noch. Und drei Bolzen habe ich ja auch noch da. Okay. So, die Saat kann ich mal ablegen. Ja, wir brauchen Planken. Dann fangen wir da nochmal ein Bäumchen um. Du bist dran. Ja, jetzt haben wir genug Planken. Kochstelle. Wir können. Ah, da gibt es ein Brauhaus, Gewächshaus und eben die Kochstelle. Ein einfacher Herd. Bringt das, wenn ich jetzt hier vier Sachen reinpack? Oh, Moment. Wir müssen auch Feuer machen.
6. Gut, dass wir da welche haben. Ah, jetzt kocht das. Oh. Ach, hey. Wenn das Zeug jetzt wieder auskühlt, das wäre natürlich auch mega realistisch. Wäre noch nicht schön. Ob das wirklich der Fall, ne? Aus wie eine Pilzsuppe. Kann ich das verzehren? Ah, ja. Sehr schön. Sehr schön. Wunderschön. Ja, gut. Dann geht die Sonne schon wieder unter. So, was wäre denn das nächste? Also wir hätten hier nochmal die Möglichkeit, eben so einen Stauraum zu bauen. Hier gibt es dann die Möglichkeiten, eben noch ein paar Werkzeuge zu bauen. Man sieht auch hier da hinten dann eben nochmal das Gewächshaus oder das Brauhaus. Ich weiß nicht, was man da brauen kann. Auf Sachen, die ich noch gar nicht habe. Da braucht man hier zum Beispiel Kleber dazu, um sich hier dieses Gewächshaus zu bauen. Wie schaut denn das von außen aus? Ja, mittlerweile auch schon ganz ansehnlich hier. Ziemlich groß geworden. Und das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, und nachdem die Sonne jetzt untergeht und ich auch sehe, dass wir von der Folgenlänge her ganz gut dabei sind, würde ich sagen, ist das ein guter Zeitpunkt, um hier mal einen Break zu machen, beziehungsweise erstmal einen Abschluss dieser ersten zwei Folgen zu machen. Das soll es, denke ich, erstmal gewesen sein von dem Angezockt. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch mehr Folgen mache. Gerne aber auch mal ein bisschen Feedback da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann überlege ich mir auch durchaus nochmal mehr zu machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ein allererster Eindruck zu Among Trees. Ich finde es eigentlich ein ganz schönes Spiel, auch wenn ich eben weiß, dass es wahrscheinlich eben nicht mega lang geht, insgesamt so ein ganzer Durchlauf. Aber ich finde es bis hierhin eigentlich sehr schön, ja, also auch da gerne mal Feedback da lassen. Wie findet ihr es? Ich muss sagen, die ganze Atmosphäre finde ich super vom Setting her. Gefällt mir. Also, dann bedanke ich mich einmal fürs Zuschauen. Gerne auch bei uns grundsätzlich ein bisschen auf dem Kanal verbleiben, wenn es euch gefällt, ein bisschen Feedback da lassen, gerne auch ein Abo da lassen, gerne auch mal in unsere anderen Projekte reinschauen, gerne auch mal bei uns auf Twitch vorbeischauen, da sind wir auch mittlerweile etwas aktiver. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, tschüss!